Mein Name ist Matthias Aumann und jetzt möchte ich mit dir über das Thema Geld sprechen. Eher, dass du Geld bekommst. Ich rede über das Thema Liquidität, wie es entstehen kann durch Vorkasse. Das bedeutet Anzahlungen nehmen. Wie komme ich genau auf dieses Thema? Ich habe vergangenen Sonntag hier bei mir in meinem TV-Studio einen Live-Online-Workshop geführt und es ging um das Thema Ziele setzen, Ziele halten und jemand schrieb mir in den Chat, hey, ich kann leider gerade nicht so wachsen, denn ich habe ein Liquiditätsproblem. Okay, die Konversation beginnt, ich frage, okay, welche Branche, wieso hast du ein Liquiditätsproblem? Und hat das mir erklärt, ja, herkömmliches Handwerk. Da denke ich, hey, du musst eine Vorkasse nehmen, nimmst du Anzahlungen? Und dann sagt er, nein, kann ich ja nicht, weil dann verprelle ich mir die Kunden. Ja, nee, ist klar. Also habe ich ihn erstmal versucht, diesen Glaubenssatz, diesen Zahlen zu ziehen. Und ich habe ihm gesagt, schau mal her, du gehst in ein Autohaus. Was wird verlangt, wenn du ein Auto bestellst? Du konfigurierst ihn hier nach deinen Wünschen. Du drückst auf Bestellen. Machen wir. Was will der Verkäufer haben? Anzahlung. Du gehst zum Tischler. Du willst dir eine Küche entwerfen lassen. Was wird von dir verlangt? Anzahlung. Du gehst in ein Möbelhaus, du sagst, hey, die Couchgarnitur, die gefällt mir ganz gut. Okay, 4 Wochen Lieferzeit, aber was? Anzahlung. Liebe Leute, das ist das Normalste der Welt. Das ist ein absolut falscher Glaubenssatz zu dem Thema Geld, eher negativ behaftet, dass du denkst, wenn du eine Anzahlung nimmst, verprellst du dir die Kundschaft. Ich gehe lieber so weit. Ohne Anzahlung will ich diese Kunden gar nicht. Denn, hey, ich spiele doch sonst die Bank. Jetzt stell dir doch mal bitte vor. Du hast eine große Baustelle, 50.000 Euro, egal wo, in welchem Handwerk. Und der Materialeinsatz davon ist 30.000 Euro, 20.000 sonstiges und Lohn und 30.000 der Materialeinsatz. Du musst die Materialien im Vorfeld alle bestellen. Was wird von dir verlangt, dass du diese sofort bezahlst? Okay, der Start der Baustelle ist zum Beispiel in 2 Wochen. Du musst im Vorfeld schon alles bezahlen. Ja, das bedeutet, du hast schon 2 Wochen im Vorfeld die Materialien liegen, damit du just in time auch loslegen kannst. 2 Wochen sind erstmal schon für die 30.000 ins Land gezogen. Jetzt baust du aber auch noch 2 Wochen das auf, dann sind nochmal 2 Wochen ins Land gezogen und dann schreibst du hoffentlich pünktlich deine Rechnung, aber das Zahlungsziel, ja, ist bei den meisten ja auch nochmal 10, 14 Tage. Das bedeutet nochmal 2 Wochen. Liebe Leute, wir haben gerade 6 Wochen lang das Geld vorgestreckt. Du spielst die Bank. Warum nicht direkt den Kunden im Vorfeld eine Vorkasse-Rechnung schicken? Unter dem Namen Baustelleneinrichtung. Und damit sind auch alle Materialien schon im Vorfeld inkludiert, die du auch natürlich auch schon eingekauft hast. Ich weiß, viele denken jetzt, hey Mensch, das ist doch logisch. Aber ich sag dir eins, für die Mehrheit aller deutschen Geschäftsführer leider nicht. Mein großes Vorrecht hier bei Mission Mittelstand ist ja, dass ich viel Einblick in tausende Unternehmen bekomme. In tausenden Gesprächen habe ich immer eins erfahren. Die meisten haben leider negative Glaubenssätze zu diesem einen Thema. Geld verdienen, Geld annehmen, Mahnungen schreiben. Ein Beispiel, ich habe mit einem großen Solaranlagenbauer gearbeitet, der schlüsselfertige PV-Anlagen auf dem Dach installiert. Die Aufträge kamen rein, es fing an zu skalieren und irgendwann kam er auf mich zu. Er hat 50 Mitarbeiter schon durch unsere Mission Mittelstandmethode eingestellt. Ja, es brummte, aber er sagte, Matthias, ich habe ein riesen Liquiditätsproblem, wir können nicht weiter wachsen, ich hechel mich so vom Monat zum nächsten Monat rüber. Und dann habe ich gefragt, sag mal, irgendwas läuft doch da gerade aus dem Ruder. Die Aufträge kommen rein, der Markt boomt, du stellst Mitarbeiter ein, ihr wächst. Was ist passiert? Und dann bin ich da reingegangen. Sein großes Problem war, ich kann doch keine Vorkasse nehmen. Da sage ich, jetzt willst du mir etwa erzählen, du schmeißt dir dein Lager voll auf Vorrat, verkaufst die Dinge, Lieferzeit, wenn der Kunde abschließt, nochmal 6 Wochen und du nimmst keine Fahrkasse. Also mich hat das schon erstmal erstaunt, dass er überhaupt so weit gekommen ist. Das haben wir sofort umgestellt in diesem Unternehmen und auf einmal war Liquidität da, ja, Cashflow. Und auf einmal ging es ihm natürlich gedanklich besser, denn hey, wenn du Probleme mit Geld hast, dreht sich alles nur um dieses eine Thema. Kohle. Also fangen wir an bei dem allerersten Punkt. Du brauchst eine Planungssicherheit, natürlich. Und jede Anzahlung, die du bekommen hast, dem Geld musst du doch nicht mehr hinterherrennen, ja? Das bedeutet, es minimiert natürlich auch ein Stück weit das Risiko vor Zahlungsausfällen. Und du kannst natürlich besser planen, wenn du das Geld bereits auf dem Konto hast.
mehr Wachstumsmöglichkeiten, mehr Chancen für Mitarbeiter, Maschinen etc. Und vor allen Dingen, du kannst viel klarer, viel bessere Entscheidungen treffen, wenn das Geld bei dir auf deinem Konto ist. Anstatt zu hoffen, hoffentlich bezahlt jetzt irgendwann demnächst mal der Kunde. Also liebe Leute, Vorkasse nehmen. Punkt Nummer 2, das ist die Liquidität. Du hast sonst Liquiditätsengpässe irgendwann. Und was das für Folgen hat, das brauche ich hoffentlich niemandem hier erklären. Ja, wenn das Geld ausgeht, dann machst du auch irgendwann zum letzten Mal das Licht in deinem Unternehmen aus. Ja, Liquidität ist das, ja, das ist die Luft zum Atmen in deinem Unternehmen. Wenn ich hier keine Luft mehr zum Atmen hätte, würde ich sterben. Wenn du keine Liquidität mehr in deinem Unternehmen hast, wird das Unternehmen sterben. Also der Organismus, die Arbeitsplätze und das ist natürlich auch dein Einkommen. Also, es gibt keinen Weg dran vorbei. Ja? Punkt Nummer 3. Das ist ja die Kundenbeziehung. Du kannst auch durch Anzahlung natürlich eine viel bessere Kundenbeziehung aufbauen, denn der Kunde gibt dir viel mehr Vorschusslorbeeren. Ja, das bedeutet, er hat dir einen Vertrauensvorschuss gegeben, wo er sagt, okay, mit dir machen wir es. Mit dir werden wir den Auftrag machen. Und das ist gang und gäbe. Also das Video, das sollte dich einfach ein bisschen jetzt wachrütteln. Wenn du sagst auch, ich kann nicht wachsen, weil Liquiditätsengpässe, ich habe meine Finanzen nicht im Griff. Liebe Leute, du wirst sonst Planungssicherheit nicht haben, du wirst keine Liquidität haben und die Kundenbeziehung wird auch immer ein bisschen leiden. Und natürlich, viele haben auch Angst, den Kunden dann zu mahnen, weil sie sagen, wenn ich jetzt den Kunden mahne, dann wird er vielleicht ja nicht nochmal kaufen. Dann habe ich ja irgendwo ein negatives Erlebnis geschaffen. Hey, der Kunde, der nicht zahlt, der soll bei mir auch nicht nochmal kaufen. Verstehst du gerade meine Denkweise? Also ich möchte natürlich das Geld schnell bei mir haben. Nochmal, du spielst sonst die Bank für alle deine Kunden. Du spielst sonst die Bank auch für alle deine Mitarbeiter. Ein Beispiel, du musst deine Mitarbeiter ja auch immer im Vorfeld bezahlen. Das bedeutet, je später du deine Rechnung rauskommst, je später du irgendwo Vorkasse nimmst, je später du irgendwo ein Mahnwesen einführst, je später landet dein Geld bei dir auf deinem Konto und wieder du spielst die Bank. Und du kannst nicht die Bank für alle spielen. Du musst das Geld bei dir auf deinem Konto haben. Und bitte, das ist eine absolut falsche Denkweise zu sagen, ich kann jetzt keine Vorkasse nehmen, weil dann verprellt es die Kunden. Okay, wenn jemand nicht zahlt, mahne ich lieber einen Kunden, bevor ich gemahnt werde, ja? Von meinen Lieferanten, weil ich die Baustoffe nicht bezahlen kann. Von meinen Mitarbeitern, weil ich die Löhne nicht rauskriege. Ja, von dem Finanzamt, weil ich den Forderungen nicht gerecht werde und so weiter und so fort. Also du musst hier oben dein eigener Tyrann sein. Wenn du dich da nicht tyrannisierst, Vorkasse zu nehmen, wenn du dich da nicht tyrannisierst, ja, Mahnung zu schreiben, wenn du dich da nicht tyrannisierst, selber dafür Sorge zu tragen, dass das Geld pünktlich bei dir auf dem Konto kommt, dann wirst du tyrannisiert. Also liebe Leute, nimm Vorkassenrechnung. Und in Bauwesen, im Handwerk ist es recht simpel. Du kannst immer eine Baustelleneinrichtungspauschale vor jeder Baustelle schreiben. Simpel. Ja, du kannst immer eine Materialbeschaffung schreiben. Simpel. Also es gibt immer genügend Gründe, irgendwo eine Vorzahlung, eine Anzahlung, eine Vorkasse zu nehmen. Und das Video soll dich nun ganz, ganz bisschen wachrütteln, so damit du nicht diese Liquiditätsengpässe hast. Viel Spaß.